Jetzt. Es geht heute um Rucksäcke. Ja. Er hat hier einen ganz speziellen Rucksack. Wie heißt der? Das ist der Camelback Hawk Commute 30. Und den hast du jetzt mehrere Monate lang getestet. Genau. Ich hatte eine Anfrage gekriegt, ob ich das mal ausprobieren wollte. Camelback kennt ihr ja eher von Trinkflaschen wahrscheinlich oder Trinksystemen, dass die jetzt so krass in Pendler-Rucksäcke gehen. War mir zumindest neu und diese Modelle sind auch neu. Und da habe ich gesagt, ja, probiere ich gerne aus. Denn wer unsere Videos schon kennt, der weiß, dass ich eigentlich seit, keine Ahnung, Ich schwöre immer auf meinen deutschen Wanderrucksack als Pendlerrucksack, den ich, glaube ich, 2010 gekauft habe und der immer noch hält. Wenn ihr unsere Videos kennt, wisst ihr auch, dass ich von Rucksäcken beim Fahrradfahren ganz wenig halte. Ja. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich. Oder doch? Vielleicht solltet ihr das als Zusatzinformation nochmal hier gelten lassen. So, jetzt sind wir weiter, Gerrit. Man muss natürlich sagen, wer mit Rucksack pendelt, der entscheidet sich ja eher bewusst dafür. Es gibt ja genug Leute, die entweder, also wenn ich mit dem Lastenrad fahre, habe ich keinen Rucksack auf, weil es auch eigentlich schöner ist, ohne Rucksack zu fahren, muss ich einfach sagen. Viele setzen auf Packtaschen hinten, das habe ich aber nicht an meinen Fahrrädern. Also ich habe auch keinen Gepäckträger. Du hast aber eine Arschrakete, hast du doch. Ja, aber das ist mir irgendwie auch zu umständlich. Das ist umständlich. Oder? Das ist mir irgendwie zu umständlich. Deswegen pendel ich auch so ins Büro und so weiter. Und wenn ich dann auf dem Rückweg nochmal irgendwie zwei, drei Sachen einkaufe, immer mit Rucksack. Da habe ich im Prinzip nochmal eine Regenhose drin, so ein bisschen Flickzeug und vielleicht, keine Ahnung. Also mir reicht zum Pendeln ja eigentlich die Jackentasche. Ich finde nicht, dass man so viel mitnehmen sollte, aber wenn man so ein großes Gefäß hat, um es sich auf den Rücken zu binden, Laptop und Schwitzen und so weiter. Genau, also solche Sachen, wenn man jetzt große Sachen mit zur Arbeit nehmen muss, natürlich ein anderer Schnack. Genau, eben, deswegen fahre ich damit und worauf kommt es mir da an? Erstmal gute Belüftung am Rücken. Das heißt, da muss schon irgendwie so, das muss so gepolstert sein, dass dazwischen noch Luft zirkulieren kann. Trotzdem ist es natürlich so, sobald es wärmer wird, ich neige sehr viel zum Schwitzen, ist der Rücken natürlich im Sommer trotzdem nass, wenn du dich irgendwie anstrengst. Also selbst wenn du so richtig breite Luftsysteme hast, irgendwo liegt der Rucksack immer auf und irgendwie schwitzt man, auch wenn man jetzt nicht so viel schwitzt, so wie ich. Ja, aber das ist halt an den Schultern, Rucksäcken, am Rücken runter. Einer der beiden großen Gründe, weshalb ich von Rucksäcken abrate, beim Wandern super, aber beim Fahrradfahren nicht, aber jetzt genau. Noch weiter. Ja, also das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass die Gurte breit und bequem sind. Also ich möchte nicht, dass irgendwas einschneidet und so. Da hatte ich hier am Anfang tatsächlich die Sorge, dass die sind sehr schmal und die Polsterung wirkt auf den ersten Blick gar nicht so dick. Diese verbreitern sich allerdings unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und das macht es dann auf einmal doch wieder komfortabel. Hier sieht man ganz gut, wie sich die Gurte anschmiegen. Ja, und vor allem, dass die hier wohlgeformten Körper, dass sie hier breiter sind, wo ja im Prinzip auch die Last so ein bisschen hängt, wenn man steht. Richtig. Also die Druckverteilung macht natürlich Sinn. Ja. Nächster Punkt, dieser Brustgurt. Ich finde Brustgurte total ein Muss, auch beim Radfahren, dass wir diese Gurte, dass wir die Schultergurte nicht verrutschen. Hier bei dem Rucksack ist das auch nochmal so, du kannst die Höhen verstellen. Das heißt, kannst du das auch auf deine individuelle Größe anpassen. Das finde ich total cool. Und hier seht ihr nochmal dieses angesprochene Belüftungssystem. Das nennt sich hier Air Support. Bei Deutscher heißt das irgendwie Airflow oder sowas. Weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall bei denen auch gehabt. Und das hier ist ganz angenehm am Rücken zu tragen. Schwitzt du darunter jetzt oder nicht? Ich schwitze darunter trotzdem. Aber es wird mit Sicherheit Menschen geben, die nicht schwitzen. Wie gesagt, ich kenne einen, Kevin Mischter. Ihr kennt ihn aus manchen Videos. Kevin schwitzt nicht. Mit dem kannst du 200 Kilometer Rad fahren und der ist immer noch furztrocken, während ich, keine Ahnung, meinen halben Körpersaft ausgewechselt habe. Aber zu den Gurten möchte ich mal sagen. Ne? Also das kommt ja nicht auf die Polsterung drauf an bei den Gurten. Also ich kenne Rucksäcke, die sind extrem stark gepolstert. Die sind mega unbequem. Das ist wichtig, weil die sich dann nicht mehr anschmiegen. Wenn du jetzt eine etwas dünnere Lösung hast wie hier, dann legen die sich viel besser an den Körper an. Und man sieht es auch an der Form, die haben eine besondere Form irgendwie, das trägt sich angenehm. Also hätte ich nicht erwartet, als ich den gesehen habe, das erste Mal dachte ich so, naja. Ansonsten, wie gesagt, wir haben hier eine 30-Liter-Variante und die hat unheimlich viele Funktionen und mir war das schon fast zu viel. Also dieser Rucksack hat so viele Fächer, dass ich dazu tendiere, ständig Dinge zu suchen, weil ich nicht weiß, in welches Fach habe ich die jetzt gepackt. Aber von vorne. Also 30 Liter ist für mich so 4 Tage Wandern mit Zelt. Ja, aber ich sag mal so, der ist jetzt immer noch, das ist noch ein normaler Rucksack. Also mit so weit ist man früher in die Schule gegangen oder so. Also ja, das ist jetzt von der Größe ein ganz normaler Rucksack. Ja. Ne? Was natürlich auch
gut ist. Pendlerrucksack, es geht ja auch um Sichtbarkeit, dunkle Jahreszeit haben wir ja immer noch und so weiter. Deswegen ist dieser Rucksack hier mit sehr vielen reflektierenden Elementen ausgestattet. Also einmal der Schriftzug, hier unten die ganze Seite, was halt die Seitensichtbarkeit erhöht. Dann haben wir hier auf der Brustgurtseite sind hier Reflektorstreifen drauf. Also man wird damit schon ganz gut gesehen. Wir haben auch hier oben, wo man den Helm reinhängen kann in diese beiden Bügel. Da sind auch Reflektoren dran. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den Fächern. Wir haben hier vorne ein großes Fach, wo man irgendwie so ein Fahrradschloss oder eine Jacke oder sowas reinpackt, dass man so einen schnellen Zugriff darauf hat. Und dann geht nämlich dieses Gefrickel mit den Fächern los. Erstmal hast du ja hier eine Tasche für so eine Kreditkarte oder sowas. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Ich habe dieses Fach noch nie benutzt. Und genauso wenig habe ich dieses Fach je benutzt, wo hier, weiß nicht, wo man, keine Ahnung, was man da... Blumenstrauß, genau. Gut. Dann gibt es hier ein großes Seitenfach. Da habe ich allerdings, ich weiß nicht, Handschuhe jetzt drin, auch die von meiner Tochter irgendwie und ein Fahrradschlauch, falls mir einer ist. Und auf der anderen Seite kannst du halt eine Trinkflasche reinpacken, die ist eher offen. Soll ich mitzählen? Oder? Ich habe dann Multitool drin. Ja, kannst mitzählen. Also 1, 2, 3, 4. Wir sind bei 5. Wir sind jetzt bei 5 Fächern. Dann ist da noch. Dann gibt es hier oben, was, also wir sprechen hier sowieso von einem wasserdichten Rucksack. Ne? Das ist hier Cordura Fabric. Also das ist wirklich komplett wasserdicht. Sieht auch wirklich aus. Also das ist ja nicht weg, nicht billig, sondern weg, wirklich hoch. Hast du mitgezählt jetzt? Wir waren bei 4, 5, 6. Hier kannst du ein Portemonnaie oder sowas reintun. Und dann machst du gleich das Hauptfach auf. Dann mache ich ein Hauptfach. Okay. Das geht auch sehr weit auf. Das heißt, man kann wirklich da einen guten Zugriff. Hier mit so einem Netzding. 8. Hier unten 9. Großes Hauptfach. Ja. Und auch nochmal abgetrennt. Tablet oder sowas kann man da reinmachen. 10. Ja. Gut, hast du hier zu. Und dann hast du das zweite Fach. Das ist dann das Laptop-Fach quasi. Damit man das, ne, das Schwerste soll ja immer nah am Rücken zu tragen sein. Deswegen kommt das Schwere, nämlich der Laptop, auch direkt hinten dran. Und unten. Ne? Ja. Und unten. Genau. Wie gesagt, hier großes Laptop-Fach. Kann man dann hier auch so ein bisschen festklemmen. 11, 12. Ja, ne, guck mal. 12. Ja, geht hier auch mit rein. Mhm. Und hier hinten kann man dann 13. zum Beispiel eine Trinkblase reinmachen. Ja, denn Camelback ist ja bekannt für Trinksysteme und selbstverständlich kann man einen Schlauch durchlegen. Kann man hier einen Schlauch durchlegen. Hier ist so eine Öffnung. Mhm. Und dann kann man da quasi seine Trinkblase haben. Also man kann auch bei den Pendeln noch nie getrunken, aber ja, ich weiß nicht, wie groß die Pendelstrecke ist. Kommt auf die Pendelstrecke an, aber es gibt ja Leute, die pendeln 30, 40 Kilometer und dann ist es vielleicht nett, wenn man hier den Schlauch langlegt. Also man so, man will den vielleicht auch mal für was anderes benutzen, für die Längertour oder so. Genau, das darum geht es. Ne? Ansonsten haben wir. Und also wollen wir das Trinkloch jetzt auch noch als. Dann wäre es Nummer 14. Nein, aber da sind halt wirklich viele Taschen. Das habe ich fertig gemacht, weil ich immer Sachen sehe. Ich hörte davon. Genau. Ja, ansonsten haben wir halt versiegelte Reißverschlüsse. Das Ding ist wirklich wasserdicht. Ich bin da schon durch fette Regenschauer gefahren. Es ist alles trocken geblieben, außer mir. Die sind nicht alle versiegelt, ne? Aber hier an der Seite nicht. Aber da steckt man dann vielleicht eine Trinkflasche rein oder sowas. Genau. Da muss da ein bisschen Wasser reinkommen. Man kann hier unten noch Zusatzlicht anklipsen, wenn man das möchte. Ansonsten wird man damit aber auch so ganz gut gesehen. Wie gesagt, ich habe den jetzt echt schon im Dauereinsatz. Es gibt tatsächlich so Kleinigkeiten, so kleine Stellen, wo der jetzt schon so Abnutzungserscheinungen kriegt, was aber wahrscheinlich auch nicht ausbleibt. Das ist bei Rucksäcken immer so. Gerade bei Rucksäcken ist es auch immer so, dass man irgendwelche also schwarzen Abriebspuren oder so hat. Und wenn man einen dunklen Rucksack hat, fällt das nicht so auf. Der wird dann auch ein bisschen älter, als dass er jetzt hässlich wird. Das geht so schnell. Man wirft die irgendwo hin und dann streift man irgendwo lang und so. Das ist bei Rucksäcken immer ein bisschen schwierig. Die werden ganz schnell schmuddelig. Das ist halt so, auch wenn du durch den Regen fährst. Und ich habe ja auch ein Fahrrad, wo ich nicht immer ein Schutzblech hinten dran habe. Das spritzt das eben. Also farblich ist das schon ganz okay mit Schwarz, finde ich. Oder Anthrazit und dann mit der Reflektorelement. Und wie gesagt, ich habe den jetzt eigentlich 5 Monate immer dabei. Bis jetzt gibt es hier noch keine Verschleißerscheinungen, die besonders groß sind. Wie gesagt, als Maßstab hält immer mein deutscher Herr, der jetzt 11 Jahre alt ist und da eigentlich nichts dran ist. Aber zu viele, viele Taschengeld und sowas habe ich auch noch nicht gehört. 14, 13, ja, 14 Taschen. Mir ist das zu viel. Ich habe, wie gesagt, bei meinem Deutscher habe ich ein großes Fach, ein Laptop-Tag, ein so ein abgeteiltes Laptop-Fach. Dann gibt es vorne ein so ein hier
Und auch so ein Netz, wo ich einen Helm oder eine Jacke oder sowas reinspannen kann. Ja. Und dann kann man zum Beispiel hier unten den Boden nochmal aufmachen, dass das Volumen größer wird. Oder du hast halt unten für eine Regenjacke ein Fach. Unten ist auch noch ein Fach. Nee, hier nicht, aber an meinem Deuter war es. An einem Deuter, ja, Entschuldigung. Aber da komme ich dann auf vier Fächer. Wollen wir einmal Laptop reintun, damit das einmal zeigt? Ja, das können wir. Nochmal Stopp. Ja, das musst du natürlich auch filmen. Ne? Also das ist jetzt ein 17 Zoll Laptop. Passt er da rein? Das finden wir jetzt raus. Ich weiß nicht, wie groß. 17 Zoll. Okay. Ja, 17 Zoll sollte aber passen. Das ist ja mal ein 30 Kilo. Aha, okay. Ja. Ja, passt rein. Passt rein, kannst du zumachen. Ist dann ja auch nochmal extra. Und ist dann auch mittig. Also man kann jetzt theoretisch auch hier eine Jacke vorne packen, damit da nicht so viel Druck auf dem Laptop lastet. Und so ist auch ein bisschen gepolstert. Kante rein. Und dann ein bisschen besser gepolstert. Ja. Der weiß, 17 Zoll ist aber schon groß. Also geht nicht mehr so viel. Ist aber drin. Das geht. Ja. Helm kannst du, wie gesagt, vorne ran machen und wenn du nicht die Fächer brauchst, dann ist der ja auch schmaler. Ne? Genau. Das war schon echt schwer jetzt so. Aber man kann ihn tragen, bis wie viel Kilo geht das zu? Also es ist 30 Liter angegeben, man muss halt gucken. Ne? Also wenn du da jetzt irgendwie 20 Kilo reinpackst, dann fährst du auch nicht mehr angenehm Fahrrad damit. Also man sollte schon gucken, dass man die nicht überlädt. Natürlich ist mir das auch schon mal gewesen, dass ich da so viel drin hatte, dass ich dachte, naja, Schwachstelle ist bei sowas natürlich immer hier oben die Naht, ist ja klar. Also das muss gut verarbeitet sein. Wenn der Rucksack hier oben anfängt kaputt zu gehen, kannst du ihn eigentlich wegschmeißen. Und hier kommen wir natürlich auch zum Preis. Ich würde tatsächlich sagen, wenn da was kaputt geht, dann wären die 164 Euro Liste nicht gerechtfertigt. Wir reden ja eigentlich nicht über Geld, aber jetzt haben wir schon wieder so ein hochpreisiges Produkt. Ja. Wie kann das bloß sein? Also man kriegt es zwischen 114 und 130 Euro in Webshops, den Rucksack. Ist viel Geld, allerdings dafür, dass man da sehr viele Möglichkeiten hat, was mit zu tun, ist das, finde ich, okay. Ich weiß nicht, ob ich es ausgeben würde, sage ich mal so. Wie gesagt, mich nervt das mit zu vielen Taschen. Aber das ist wahrscheinlich ein persönliches Ding. Das werden andere ganz anders sehen. Also wasserdichte Rucksäcke so in einfacher Ausführung, also ab 40 Euro würde ich sagen. Ja. Da ist man hier natürlich deutlich drüber, aber hat einfach die Masse der Fächer, das macht natürlich eine Menge aus. Ich glaube, ich habe für meinen, ich sage immer wieder mein Deuter, weil das immer noch mein Pendelrucksack ist, glaube ich, 64 Euro mal bezahlt. Oder 74, irgendwie sowas. Unter 100 Euro auf jeden Fall. Und der hält bis heute. Und das ist mein Maßstab für einen Pendelrucksack, weil der hat alles mitgemacht. Dreck, Schlamm, Regen, viel schwere Sachen, viel Einkäufe. Es gibt auch inzwischen ein neues Modell, der heißt ein bisschen anders. Wie gesagt, das Teil ist schon sehr alt. Aber ich muss sagen, hier, den habe ich schon massiv überladen. Da ist noch nie was kaputt gegangen. Es sind alle Schnallen, funktionieren noch. Verschleißerscheinungen fast nicht vorhanden. Er ist optisch ein bisschen runtergerockt, weil er halt viel mitgemacht hat in der Zeit. Aber wenn es dann um Defekte geht, dann sind das hier so Anfangserscheinungen. Hier hinten an den Gurten, das ist alles noch, das ist hier alles noch top vernäht. Also hier ist kein Verschleiß erkennbar. Auch hier oben, das ist einfach noch sehr gut im Zustand. Also wie gesagt, ein Top-Produkt in dem Fall. Und beim Deuter auch selbst haben wir hier so ein Air, also so ein Luftzirkulationssystem. Das ist also wirklich ein Netz, der vom Rucksackrücken abgelegt ist. Da ist ein Spalt drunter. Im Prinzip sorgt für gute Luftzirkulation, kann also nichts passieren. Wir haben hier oben noch ein Polster in Richtung Rücken und natürlich unten ein Beckenpolster, das auch verstärkt ist. Hier unten ist so eine Metallschiene drin, die den Rucksack dann auch formstabil hält und dieses System hier formstabil hält. Das ist sehr angenehm zu tragen, deswegen auch Trekking-Rucksack und Pendelrucksack. Ich habe hier auch ein großes Fach nochmal und hier oben ein kleines Trinksystem mit dem H2O. Das steht da nicht mehr so wirklich. Hier auch wertigere Reißverschlüsse. Wie gesagt, die halten auch nach Jahren immer noch. Wie am ersten Tag. Hast du einen Lidl-Rucksack getestet? Ja, ich habe einmal einen Lidl-Rucksack getestet. Sofort kaputt. Das war ja auch ein Fahrrad-Pendel-Rucksack. Das Video verlinken wir euch da oben mal. Da ist so ein LED-rotes Leuchtband drin gewesen. Ne? Geht auch um das Thema Sichtbarkeit und so weiter. Der ist mir leider beim ersten Test kaputt gegangen. Es haben allerdings auch Leute unter dem Video kommentiert, die gesagt haben, ich habe den schon seit über einem Jahr und der tut, was er soll. Ja. Also das ist, wie gesagt, total
total, ja, Montagsmodell oder nicht, kann man immer haben. Aber man kann natürlich auch mit weniger Geld als mit 160 Euro glücklich werden. Das muss man halt überlegen. Andererseits ist das so ein Rucksack, was man eventuell jeden Tag benutzt. Was einen dann auch wirklich für viele Jahre begleitet, wenn man das dann im besten Fall ist. Deshalb kauft sich was Ordentliches. Also, ne, man hat gerade bei den Sachen, mit denen man immer Kontakt hat, finde ich jetzt irgendwie wichtig, dass man jetzt nicht auf jeden Cent achtet. So. Also von der Verarbeitung her bin ich hier auch sehr begeistert. Von daher hoffe ich mal, dass er genauso lange hält. Ich werde ihn einfach weiter testen. Wie gesagt, 5 Monate habe ich den jetzt. Wie gesagt, so die Kleinigkeiten bleiben, glaube ich, einfach nicht aus. Dass man, wie gesagt, hier da an diesem Reflektorstreifen, dass da so Abschabungen, Kratzer reinkommen. Also ich gehe damit auch nicht sorgsam um. Also ich schmeiße so einen Rucksack auch in der Ecke. Das ist auch nicht egal. Das ist total egal, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Und das ist ein bisschen dehnbare Sachen, sind hier auch viele drin. Ja, wie gesagt, da kannst du halt so eine große Trinkflasche reinpacken zum Beispiel. Das geht alles. Mhm. Und wie gesagt, mich würde mal interessieren, ob ihr mit Rucksack pendelt und wenn ja, was ihr da nutzt, weil das ist, glaube ich, da hat jeder was anderes. Ich war ganz froh, dass ich das mal ausprobieren konnte, mal was anderes. Und bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden, außer dass ich meine Sachen nicht wiederfinde, weil ich vergesse, in welches Fach ich sie tue. Aber vielleicht gibt es da nochmal einen Kurs, wie packe ich meinen Rucksack richtig. Ja. Ansonsten ist das Thema Rucksack natürlich schwierig. Ich würde die Sachen lieber außerhalb des Körpers lagern oder halt in der Jacke oder so, weil nichts, was den Bewegungsablauf irgendwie beeinträchtigt, das kann zu Schmerzen führen und man schwitzt halt drunter. Ich glaube, jeder schwitzt unter einem Rucksack. Man hat immer Auflageflächen. So gut, das kann das System noch so gut sein. Ja. Ich bin mal in Kanada. Habe ich das gerade eben schon erzählt? Ich weiß gar nicht, oder was im ersten Take. Ja, weil jetzt den zweiten Take gemacht. Ja, ich kam in Kanada. Aber nie immer alles One Take. Ja. In Kanada bin ich mal mit 20 oder so 18 Kilo schweren Trekkingrucksack Fahrrad gefahren in den Rocky Mountains. Ja. Das war kein Vergnügen und danach ist auch kein Schutten auf der Rücken weh. Nee, da muss man tatsächlich gucken, was man wirklich braucht. Wie lange pendel ich? Also wenn ich jetzt eine 30 Kilometer Strecke hätte, würde ich vielleicht auch keinen Rucksack nehmen. Aber ich sag mal, für 10 ist das okay. Man will doch beim Fahrradfahren, Gerrit, die Last des Alltags verlieren, wenn du sie auf den Rücken schnallst. Ja, dann muss man immer, damit man immer weiß, dass man eine Last zu tragen hat, kann man auch einen Rucksack nehmen. Der dritte Nachteil von Rucksäcken, würde ich sagen, ist, dass man immer zu viele Sachen mitnimmt. Wenn man mehr Stauraum, das sehe ich auch beim Linko, also im Lastenrad ist es auch so, man nimmt immer mehr mit. Also das ist, dann dreht man sich, dann beißt man sich dann quasi in den... Das stimmt, ja. Also jedenfalls... Aber es gibt auch hier eine kleinere Version, also das ist jetzt mit 30 Litern der große. Es gibt auch einen kleinen Rucksack, es gibt ja auch für, sagen wir mal, welche, die so Trail fahren oder Graveln oder sowas, gibt es diese schmalen Rucksäcke, wo dann halt eine Trinkblase und ein Portemonnaie und vielleicht noch Flickzeug reinpasst, fahren auch manche mit. Ich habe dann eigentlich lieber eine Rahmentasche, wo alles drin ist und habe meinen Rücken frei, also wenn ich wirklich Freizeitfahren mache. Das ist ein total individuelles Thema. Also Rucksäcke, wie gesagt, die einen mögen das, die anderen nicht. Ich fahre damit eigentlich nur zum Pendeln, sonst habe ich die nicht dabei. Ja. Gerade wenn man weil ich mal einen Laptop mitnehmen will. Wenn man sehr in gebeugten Haltung fährt und dann drückt dann den ganzen Tag irgendwie so 10 Kilo auf den Rücken. Es kommt halt immer auf die Lastverteilung an. Ne? Wie viel hast du da wirklich drin und wo hast du es platziert? Also wenn du den Laptop nach außen packst, dann zieht es natürlich noch viel mehr an den Gurten. Deswegen musst du ja eigentlich alles, was schwer ist, musst du tief und nah am Rücken haben. Und so leichte Sachen wie eine Jacke oder sowas packst du in so ein Außenfach. So ist das. So ist das. Packing is an art, sagt der Engländer. Zu Hause lassen ist ein art, sagt Götz. Ja. Ja, wie gesagt, ich probiere den weiter aus. Ich fahre mit Rucksack. Dann kriegt mein Deutscher mal eine Schonzeit. Die dauert jetzt schon 5 Monate. Er liegt im Büro und wartet drauf, dass ich vielleicht irgendwann wiederkomme. Ja. Ja. Sag mal, was ihr davon haltet. Würdet ihr so viel Geld für einen Rucksack ausgeben, um mit dem dauerhaft zu pendeln? Was gefällt euch daran, was nicht? Das interessiert mich natürlich. Ja, und Picknick-Set reinbauen oder so. Man muss das ja nicht nur zum Fahrradfahren benutzen. Genau. Geht auch in der S-Bahn, kann auch damit fahren. Man kann auch. Das geht alles. Ja. Liken, kommentiert. Was ist bei euch bei Pendlerrucksacken wichtig? Schreibt das in die Kommentare und dann soll es das auch gewesen sein. Wir haben nichts für dieses Video bekommen, außer den Rucksack. Also danke an Candleback und wie gesagt, unsere Meinung ist immer neutral.
ist sie auch hier, deswegen der Langzeittest. Und Fazit bisher als positiv. Bis auf zu viele Fächer. Neutral. Tschüss.